angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Was? Okay, Moment, ich muss mal ganz kurz Mission neu starten. Denn das lag gerade ein bisschen sehr. Weil ich das nicht wissen, bei Watch Dogs fängt es manchmal an zu lacken, wenn ich aufnehme. Und sobald ich da die Mission neu starte, geht das wieder. Meistens. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Na dann. Wir müssen nur zwei... Halt den Kopf schön unten. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Ach, ich darf nicht entdeckt werden. Okay, wir dürfen nicht entdeckt werden. Das wird richtig schwer. Ich dachte, wir müssen einfach nur 2500 Meter entkommen, aber... Jax, halt den Kopf schön unten. Aiden, das sind Polizisten. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Wir von der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Okay, das ist gerade doof. Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen ab. Ihr Wagen ist fahruntüchtig. Die Information hätte ich jetzt... das ist nicht schlecht. Ihr Wagen ist übrigens fahruntüchtig. Achso, ich dachte das... Ach, jetzt habe ich das falsch... Ich habe das falsch interpretiert. Okay. Also vorsichtig, da ist ein Geländer, wenn man durchbricht, war's das. An alle Einheiten. Luftunterstützung ist gleich da. Haltet durch. Okay. Jax, halt den Kopf schön unten. Da ist Polizei. Das sind Polizisten. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Fliegen wir vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Mist, Alter, das kann doch gar nicht sein. Ich dachte gerade, ich kann hinter den Leuten, hinter der Polizei da auf die Brücke, aber das war die untere Brücke und da kam ich gar nicht so drauf. Das heißt, ich muss da unten wahrscheinlich lang, es geht gar nicht woanders. An alle Einheiten. Wow. Halt den Kopf schön unten. Ganz ruhig. Aiden, das sind Polizisten. Verstanden. Ich Eine weiß. Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht.
Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nicky, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Du bist das, oder? Du bist ja recht. Das ist kompliziert. Mist. Ach man, hab keinen Bock. Nein, die Mission ist an sich recht geil gemacht, aber ich kenne mich in der Stadt ja überhaupt nicht aus. So, jetzt hören wir uns den ganzen Mist nochmal an. Du bist der Rächer. Ja. Das haben wir ja gar nicht erzählt, stimmt eigentlich. Es war, wir haben es ja gar nicht mitgeteilt, dass wir der Rächer sind. Jax, halt den Kopf schön unten. Das sind Polizisten. An alle Einheiten. Eine Hochleistungspatrouille ist vor der Polizei. Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was... LS, wir sind wieder auf der Spur. Over. Ach, ich darf hier gar... Ach, Mann. Es tut mir leid, liebe Freunde. Warum lagt das auch gerade so? Wir sehen uns mal gleich wieder. So, ich habe mal einige stromfressende Programme... Ja? Ah, ich habe glaube ich so eine Tablette geschluckt. Verstanden, Verdächtiger auf der Flucht. Luftunterstützung auf dem Weg. Alter, wie lange halten die an? Hallo? Was zur Hölle, er ist entkommen. Ah, jetzt so. Jax? Den Kopf schön unten. Okay, ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Ich habe einige FPS-fressende Programme einfach mal deaktiviert. Aiden, das sind Polizisten. An alle Einheiten. Eine Hochleistungspatrouille. Warum wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nicky, hör zu. Oh, ich kann nicht mal... Aber, jetzt mal ernsthaft. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Wie soll ich da lang, wenn ich nicht einmal so schräg wie möglich über das Ding drüber fahren kann? Das ist doch vollkommen unmöglich. Ich raff das... Ich kann nicht nach links und ich kann nicht nach rechts, weil da Polizei ist. Probier's mal, wenn ich... Oh. Fahren wir hier lang. Aiden, pass auf! Aiden, alles gut. Das sind Polizisten. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Warum fliehen wir von Kann der ich Polizei? Eventuell... Die können uns helfen. Nein, die helfen uns. Ah. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Hier muss ich lang. Alles, okay. Nicky, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um... Super. Das macht doch keinen Sinn. Wieso? Ah! Ich kotz gleich ab. Das kann doch nicht sein. Da bin ich jetzt da oben. Okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. Irgendwann, also nach dem 30. Mal muss man es ja schaffen. Aber wir gehen noch nicht auf. Aiden, pass auf! Alles gut. Aiden, das sind Polizisten. Ah, super. Ich weiß. Warum fliegen die Bahn werden sie ja wohl nicht absperren, also. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nicky, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder?
Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Du bist ja recht. Das ist kompliziert. Wir gehen mal nördlich von eurer Position nach. Ich hoffe, mir kommt nichts entgegen jetzt, ne? Also alles aus den Nachrichten. Die Morde, May Stadium, das warst du? Lille, ich hab ihn verloren. Das war's für heute. Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass wir hier lang fahren hätten sollen. Okay. Es gab mal eine Eisdiele in der Nähe. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Die müsste echt eine Brücke sein. Und jetzt? Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Ah, alles klar. Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem. Super. Das ist also eine unirdische Bahn gewesen, deswegen habe ich es gerade nicht gefunden. Ich guck mal kurz auf der Map nach, weil ich glaube, wir fahren falsch. Korrekt, wir fahren falsch, ein bisschen andersrum. Alter, das Auto. Ich muss echt aufpassen jetzt. Ich weiß ja nicht, was... Aiden in seiner Vorzeit alles schon gemacht hat, so, vielleicht hat er ja damals schon irgend sowas gemacht, weil sie sagte, sie hofft, es wird alles besser, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe da jetzt auch keine Details verpasst oder so. An die Kutsche geht's nicht lang. So. Wir sind im Pawnee. Ich bin ja gespannt, wo wir die beiden jetzt erstmal abliefern. Wahrscheinlich auf irgendeinem Bootssteg oder so. Ist mir richtig? Ah, das ist eine kurze Gabelung gewesen, okay. So. Oh, das ist ja ganz super. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren und ich dir nachlief und du wolltest mich loswerden, aber ich habe es immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht oder Hockey und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson.
Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bye, Jax. Ui, 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 ui. So. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nicht an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Was für eine beschissene Karre, Alter. Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Ich entschuldige, dass ich gerade etwas abgelenkt war und stehen geblieben bin. Das hat den Grund, dass es hier gerade vor meinem Fenster angefangen hat zu regnen, aber wirklich nur vor meinem Fenster. Bis ich dann registriert habe, dass das... Was ist denn das für eine beschissene Karre? Bis ich dann registriert habe, dass das... dass da jemand wahrscheinlich seine Blumen von oben gießt und alles runterregnet. Ich weiß nicht, was ich gerade tue, aber es sieht nicht so intelligent aus. Also. Dann wollen wir mal. Die Frage ist natürlich jetzt... Was ist... Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben das Spiel jetzt begonnen, indem wir unsere Familie in Gefahr gebracht haben. Wir waren Hacker. So, ganz einfach. Unser Kumpel war ein bisschen gierig, dadurch sind wir in Schwierigkeiten geraten. So, dann haben wir unsere Familie in Gefahr gebracht. Haben nach etlosen tausenden Stunden Spielzeit unsere Familie wieder gerettet. Das Ergebnis davon war, dass unsere Familie jetzt weg ist, wir alleine dastehen und wir den Quinn töten müssen. Wo ist denn bitte der Sinn dieses Spiels? Jetzt erklär mir mal. Ich meine, ich weiß ja immer noch nicht, warum wir eigentlich Hacker sind. Warum machen wir das eigentlich gerade alles? Das hat mir noch keiner erklärt. Ich bin verwirrt.
So.